Wie lässt sich das Konzept von Bödecker am besten beschreiben? Ja, Vitalität, Spontanität, Ideen schnell umsetzen, keine langen Wege. Wir sind zu dritt und sind eigentlich immer sehr schnell entscheidungsfähig. Und wie die besondere Philosophie? Ideen haben, die sich visualisieren, ausmalen, sie planen und dann einfach umsetzen und im Umsetzen dann noch sie verfeinern und perfektionieren. Worin liegt die Kraft eines Familienunternehmens? Ja, eigentlich in dem Wort Familie, dass es auch gelebt ist und nicht Teile gibt, die irgendwo ausruhen und nur am Jahresende sich mal melden. Wir haben mal drei Generationen beisammen. Mein Vater ist der Gründer, meine Mama ist leider nicht mehr bei uns. Und von denen konnte ich oder habe ich sehr viel gelernt. Es gibt keine langen Wege, keine Diskussionen und auch keinen Interessenkonflikt damit automatisch, weil es keine eigenen Interessen von einzelnen Persönlichkeiten gibt. Es geht eigentlich immer um die Entwicklung vom Haus und ja, dass die einfach positiv nach vorne gerichtet ist. Wir pflegen auch eine ganz gute Feierkultur miteinander, indem wir letztes Jahr eine schöne Party gemacht haben für alle, die beim Räumungsverkauf mitgewirkt haben und dann ein Sommerfest. Und dieses Jahr werden wir die Leute einladen und im September alle zusammen feiern und tanzen, nämlich für diesen Preis. Was würde Peter Bödecker niemals tun? Ich würde nie eine Entscheidung treffen, die gegen die Familie ist oder gegen die Firma ist oder gegen beides. Ich würde nie irgendwas nachmachen, so eins zu eins kopieren. Ich würde nie meinen eigenen Weg verlassen, egal wo der hinführt, wenn ich davon überzeugt bin. Ich würde mich auch nicht verstellen oder schön tun. Ich glaube, ich würde auch nicht lügen, lieber gar nichts sagen. Und ich würde auch nie an meinem Glauben zweifeln. Was wünscht sich der Händler für die Schuhbranche? Also wesentlich weniger Gejammer und Schwarzmalerei, besonders im Kollektiv. Und mehr Optimismus und ja, Freude an dem Beruf des Vitalen. Ja. Ob das jetzt Textil oder Schuhe ist, es ist einfach ein Lebensgefühl. Jedes Frühjahr, jeder Sommer, jeder Herbst. Und immer wieder neu und den Spaß dran haben, die Lust drauf haben. Bester Händler des Jahres 2016 ist das Schuhhaus Bödecker aus Speyer.